Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es war jetzt an der Zeit, dass ich die Rezension der Maxtonhall Trilogie für euch abdrehe. Denn ich habe den dritten Band, ich glaube vor 4 Tagen oder so angefangen, habe ihn auch gestern Abend noch beendet. Und ihr wisst ja, dass ich von dem ersten von Save Me eigentlich sehr, sehr begeistert war. Und deshalb dachte ich mir, reden wir heute mal ein bisschen über die ganze Reihe. Ich gebe euch mal die grobe Zusammenfassung, um was es in der Reihe geht. Also Band 1 wäre dann Save Me. Wir begleiten Ruby und James. Ruby ist aus etwas ärmlicheren oder aus, sag ich mal, normalen Verhältnissen. Und James kommt aus der reichen Szene. Also seine Eltern haben Geld, er kann eigentlich tun lassen, was er will auf der Schule und niemand tritt ihm da irgendwie ans Bein. Und Ruby hat es auch geschafft, an diese Elite-Schule, also das Maxtonhall College, zu kommen, obwohl sie nicht aus einem reichen Elternhaus stammt. Sie ist nämlich sehr, sehr fleißig, sehr ehrgeizig und kämpft eigentlich für ihren Traum, irgendwann in Oxford studieren zu können. Ruby will auch mit diesen ganzen Elite-High-Society-Schülern gar nicht so zu tun haben. Sie möchte eigentlich einfach nur lernen, möchte ihren Abschluss machen und möchte dann nach Oxford studieren gehen und hält sich deshalb auch so komplett aus allem raus, was auf dieser Schule so passiert, bis sie eines Tages etwas sieht, was sie nicht hätte sehen sollen. Und so kommt sie dann immer mehr in Kontakt mit James und seiner Schwester oder allgemein James Clique, die natürlich auch aus einigen reichen Kids besteht. Ich nenne es mal reiche Kids. Ich versuche das Ganze jetzt mal so spoilerfrei wie möglich zu halten. Aber ich denke, jeder von euch weiß, wenn es von einer Reihe 3 Bände gibt, die natürlich dann auch mit die Liebesgeschichte von Ruby und James betitelt sind, kann man sich erahnen, dass die beiden sich dann doch ein bisschen besser kennenlernen und auch näher kommen. Also in Band 1 habe ich mich damals so richtig aufgeregt, weil am Schluss, wenn man denkt, jetzt haben sie es geschafft, ein so, so böser Cliffhanger kommt, dass man ganz, 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 ganz dringend den zweiten Band lesen will. Das wäre dann Save You. Der ist damals aber erst, ich glaube, 2 Monate später erschienen und ich habe daheim auf glühenden Kohlen gesessen und habe gedacht, ich hasse Cliffhanger. Ich hasse Cliffhanger wirklich abgrundtief. Und meine Freundin hat es eigentlich richtig gemacht. Die hat die Reihe erst später angefangen zu lesen, ich glaube irgendwann im Anfang August oder so. Und die hat sich dann Band 1 geholt, hat dann gefühlt innerhalb von einem Tag Band 1 beendet, hat dann auch direkt Band 2 noch gekauft und musste dann nur ein paar Tage warten, bis Band 3 rauskommt. Das wäre dann Save Us. Aber gehen wir mal wieder zurück zum zweiten Band. Dort geht es nämlich dann nicht mehr nur um Ruby und James. Nein, hier tauchen auch plötzlich Kapitel von anderen Protagonisten auf. Ich muss mal gerade gucken, ob ich eins finde. Nein, da ist wieder James. Da ist wieder Ruby. Aber ich verspreche es euch, da sind auch andere. Da, zum Beispiel Lydia. Lydia ist die Schwester von James und auch die Schwester von Ruby hat einige Kapitel in Band 2. Ich finde das eigentlich richtig schön aufgebaut. Dann geht es nicht komplett 3 Bände nur um die Geschichte zwischen Ruby und James, sondern Mona Kasten hat da so eine richtige Welt aufgebaut mit, ich sag mal jetzt einfach 10 Charakteren, auch wenn es keine 10 sind, und hat versucht, jeden Charakter da so ein bisschen einfließen zu lassen, dass man sich als Leser auch in diese Person hineinversetzen kann. Da wären dann zum Beispiel, wie gesagt, Ruby und James, die Schwester von Ruby, die Schwester von James, dann 3 Jungs aus der Clique. Also es wird wirklich nicht langweilig. In Band 3 kriegt auch noch jemand anderes vom Maxtonhall College ein paar Kapitel. Ich möchte aber jetzt nicht verraten, wer das ist. Wer Band 1 gelesen hat, kann sich vielleicht denken, um was es geht. Aber ich möchte euch ja wie immer nicht spoilern. Ich möchte euch ja nur ein bisschen auf den Geschmack bringen, vielleicht euch auch die Bücher zu holen oder so, sich von einer Freundin auszuleihen.
weil ich persönlich finde, dass sie echt richtig schön geschrieben sind. Ich mag den Schreibstil von Mona Kasten eigentlich sehr. Das Einzige, wie ihr vielleicht auch bei mir schon wisst, was mich an ihren Büchern immer so ein bisschen stört, sind die vielen Klischees. Also man fängt das Buch an zu lesen oder man beginnt ein Kapitel zu lesen und kann sich eigentlich, wenn man die Charaktere so ein bisschen kennt, genau vorstellen, was als nächstes passiert oder wie es ausgeht. Also bis auf den Cliffhanger habe ich zum Beispiel Band 1 komplett vorhersehen können. Aber das stört mich jetzt nicht so sehr, dass ich sage, oh nein, genau deshalb gefällt mir die Reihe nicht. Aber Mona hat einen wunderschönen Schreibstil. Er ist einfach locker und entspannt und man fliegt eigentlich nur so durch die Seiten. Ich glaube, ich habe das halbe Buch oder den halben Band 3 innerhalb eines Abends schon durchgelesen. Und wie ihr hört, ich bin momentan ein bisschen erkältet. Und da geht mein Gehirn auch nicht ganz so schnell mit. Aber ihr wisst, was ich meine. Es lässt sich flüssig lesen, es ist angenehm zu lesen. Und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Denn Band 3 hat quasi nochmal alle Stränge, die noch offen waren, also alle Storystränge aus Band 1 und Band 2 irgendwo nochmal zusammengefasst. Und ich finde, es war auch ein gelungener Abschluss. Ich bin mit einem positiven Gefühl aus der Reihe oder aus dem Band rausgegangen, obwohl ich auch dachte, anfangs Band 3 wäre der schwächste. Aber das Buch hat mich gegen Ende dann doch nochmal überzeugt, dass es nicht so ist. Wir haben einen James, der plötzlich sein Leben in die Hand nimmt. Wir haben Ruby, die immer ehrgeizig und loyal ist. Wir haben Amber, die ja auch ein bisschen mit ihrem Körpergewicht zu kämpfen hat, die uns zeigt, dass auch wenn man ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hat, man eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit, ein ganz, ganz toller Mensch sein kann. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Storystränge, die zum Nachdenken anregen, die vielleicht auch ein bisschen motivieren, das eigene Leben unter anderen Augen zu sehen. Also es wird jetzt nicht mein Leben verändern, aber ich habe mir doch den ein oder anderen Gedanken gemacht. Und ich kann es euch, wie gesagt, nur ans Herz legen. Schaut mal rein, schaut euch die Reihe an. Mona ist auch ein ganz, ganz sympathischer Mensch. Sie war ja auch mal Booktuberin. Und von daher, schaut euch die Bücher mal an. Ich empfehle es euch wirklich. Und ihr wisst, ich empfehle euch nur die Bücher, von denen ich auch wirklich überzeugt bin. Und nicht die Bücher, von denen jeder überzeugt ist und ich blabber das nach. Also, wenn ich frage, es ist eine gute Reihe, dann könnt ihr euch auch drauf verlassen, dass jeder, der so ungefähr meinen Geschmack hat, das Ganze vielleicht auch ganz gut finden könnte. In diesem Sinne, bevor ich euch jetzt noch totquassel, wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Ich werde jetzt noch ein bisschen meine Stimme schonen. Es ist noch nicht besser. Ich habe momentan Urlaub und bin krank. Es ist aber fast jedes Mal so. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen guten Abend. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.